Break Free von Ariana Grande featuring Zedd. Hier ist Marie. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. I only wanna die alive, never by the hands of a broken heart. I don't wanna hear you lie tonight, now that I've become who I really am. This is the part when I say I don't wanna. I'm stronger than I've been before. This is the part when I break free, 'cause I can't resist it no more. Hallo. Alles gut? Ja. Ja? Ja. Aufgeregt. War doch super. Ja. Ja, du bist mal so bescheiden. Hier ist dein Juryurteil. Letzte Woche hat sie Whitney Houston gesungen, da hat sie ja aus der Hose gehauen. Wie ist es heute gewesen? Also Marie, wenn deine Eltern damit einverstanden sind, würde ich gerne mit dir irgendwie so ein wissenschaftliches Projekt starten, weil du hast so eine süße, niedliche, kleine Sprechstimme und dann singst du und dann kommt da so ein Brett raus. Also ich bin sprachlos, wow. Vielen Dank. Caro, sprachlos wäre jetzt schlecht. Wie hat es dir gefallen? Ja, du bist so jung und wir haben es gerade gesehen. Ich meine, du weißt, was du willst und du machst es einfach und du machst es immer gut. Und ja, es ist einfach unglaublich, dass du so jung bist und du stellst dich und wir kennen ja die leisen Töne von dir, die schönen Balladen, wo du dann am Ende immer ausbrichst und jeder kriegt Gänsehaut und ich weiß auch nicht, bei mir ist dann immer so, oh, Pipi in den Augen. Und heute hast du uns mal eine andere Marie gezeigt, eine Power-Marie. Modern. Modern, ja. Ariana Grande. Und ich finde, du hast es auch wieder, also ich muss sagen, die ruhigeren Töne und das, was du bisher gemacht hast, hat mir bei dir einen Ticken besser gefallen, aber du hast es heute wieder, du hast Power reingelegt und warst wieder toll. Danke. Ja. 16 Jahre alt, darf man ja immer nicht vergessen, ne? Bei der ganzen Euphorie. Wie hat es dir heute gefallen? Ja, das war natürlich super, also richtig toll. Ich habe eigentlich keinen falschen Ton gehört. Ihr?
Aber was mich besonders beeindruckt und auch immer wieder berührt, wir haben das ja auch gerade in deinem Trailer gesehen, also du hast dich vom ersten Casting an eigentlich immer durchgesetzt. Du hast entschieden, dass du Whitney Houston singen möchtest und du hast es einfach gemacht und du hast uns alle überzeugt. Danke. Und du hast auch Afrika überstanden und dich da durchgekämpft, obwohl es dir nicht gut ging und es super heiß war. Auch da hast du dich durchgesetzt. Du hast eine Willenskraft in dir, die beeindruckend ist und du steckst voller Überraschung. Danke. Dieter, bist du auch zufrieden? Ja, also das ist wirklich überraschend, dass sie jetzt auch also im Finale noch mal auf Risiko geht. Ja, ich meine, ich hätte eigentlich jetzt erwartet, dass sie jetzt irgendwie so eine Schnulze da, so schöne Ballade dahin schmilzt, ja, und alle sind wieder, alles ist gut. Aber sie traut sich an so eine Nummer eben dran, die relativ schwierig ist, weil auf der Produktion von ihr sind fast nur Effekte drauf. Da hört man kaum noch Stimme. Also an sich so eine Nummer zu schnappen, ist wirklich schwierig. Aber wie viele Männer ja immer sagen, es kommt nicht auf die Größe an oder so. Ne? Du zeigst es allen, dass man auch, wenn man so groß ist wie eine Parkuhr ist, singen kann wie eine 3 Meter große Frau. Ja? Das habe ich gemeint, nicht mit der Parkuhr. Bei TV Now findest du alle Folgen auf Abruf und in voller Länge. Alles rund um die Sendung gibt's bei rtl.de.